Voll der Ker. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Es sind immer noch alle Kundenberater im Gespräch. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Es sind immer noch alle Kundenberater im Gespräch. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Es sind immer noch alle Kundenberater im Gespräch. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Es sind immer noch alle Kundenberater im Gespräch. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld. Es sind immer noch alle Kundenberater im Gespräch. Spulen wir das vor. Sieben Minuten immer noch nicht. Versuchen wir es nochmal. Warte mal. Sorry. Fehlfunktion. Na, gucken wir mal. So. Wir bitten Sie noch um. Es sind immer noch alle Kundenberater im Gespräch. Nach 8 Minuten. 8:31 Sekunden jetzt. Mal gucken, was passiert. Ruhe in der Leitung, seltsamerweise, ne? Von der DRK. Guten Tag, ja, guten Tag, Ahmed Yilmaz. Ich hätte da einige Anliegen. Ich habe einmal hier wegen dem Pflegeberatungsgespräch, den Brief habe ich vor einer Woche erst bekommen und da hatten sie mir eine Frist von 3 Wochen gegeben. Ob man das etwas verlängern kann, bitte? Ich müsste jetzt erstmal reinschauen, was war, ist das für ein Brief gewesen? Ist der von der DRK gekommen direkt? Ja, von der DRK, genau. Die letzte hatte ich irgendwann im Anfang August. Ah, Sie meinen den häuslichen Beratungseinsatz? Genau. Ach so, das kann man nicht verlängern. Das ist, das muss ja zweimal, je nach Pflegegrad, zweimal im Halbjahr nachgewiesen werden. Und wenn da jetzt vielleicht einer fehlt, wenn die Frist überschritten wird, würde die Pflegegeldzahlung auch erstmal eingestellt. Also das kann man so gesehen nicht mehr verlängern. Das Problem ist, ich bin zurzeit obdachlos und habe auch keine Bankverbindung. Ich habe zum Beispiel letzten Monat... Sind Sie selber der Pflegebedürftige? Ja.
werden Sie dann überhaupt versorgt, frage ich jetzt mal. Und Sie sagen, Sie sind obdachlos. Nein, ich werde gar nicht versorgt, ehrlich gesagt. Dann haben Sie auch keine Pflegeperson, ne? Nein, ja, ich habe eine, aber die hat nur zeitlich begrenzt. Ein Ersatz halt. Die ursprüngliche, die ist irgendwann in die Türkei geflogen. Ach so. Dann ist es so, dass Ihnen das Pflegegeld im Grunde auch gar nicht zusteht. Toll. Ohne vorhandene Pflegeperson. Ja, ich habe eine Pflegeperson, wie gesagt, die arbeitet nur und hat nur begrenzte Zeit halt. Aber einen Ersatz. Den Herrn Göbel. Und Florian Göbel, der kümmert sich, soweit es geht, um mich. Okay, und der, aber wohin gehen denn jetzt gerade die Zahlungen, wenn Sie sagen, Sie haben keinen... Ja, ich habe keine Zahlung, das wäre meine nächste Frage, ob man das Pflegegeld... ich habe auch das andere Schreiben noch bekommen, ich sollte eine Bankverbindung angeben, ich habe auch zurzeit keine Bankverbindung. Und wie können wir das am besten regeln? Ich habe gar keine finanziellen Mittel mehr. Ja, nur wir brauchen ja schon eine Bankverbindung, um eine Zahlung zu machen. Ein Scheck geht nicht. Barscheck. Oder Barauszahlung auch nicht. Nein. Okay, das geht nur über Konto und dann müssten wir dann uns auch schon irgendwie schriftlich mitteilen. Ja, okay. Wohin das geht. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber. Ja. Ja. Wie kann ich das am besten regeln? Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Nur wenn Sie sagen, Sie haben derzeit keinen Wohnsitz oder. Ne, ich habe eine angemeldete Wohnadresse zwar, die Meldung läuft da noch, aber ich hole da immer nur Post ab. Ja, aber dann kann, sag ich mal, ist die Pflegesituation ja auch äußerst fraglich. Sag ich mal, ohne festen Wohnsitz. Okay. Dann das ist schwierig. Wir brauchen definitiv so einen Nachweis, was ja dann die nächste Schwierigkeit aufweist, wenn sie nirgendwo anzutreffen sind. Und kann das ja auch schlecht beurteilt werden. Ja, da haben Sie recht. Okay, dann bedanke ich mich herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Okay. Bis dann. Ja, tschüss. Danke auch. Tschüss. Das war der K am 9.3.2021.